Wir glauben, dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist. Pierre Vogel. Zuerst wollte er in Hörgrenzhausen predigen. Ich habe ein mulmiges Gefühl gehabt, ich habe Befürchtungen mit mir herumgetragen, die ich dann auch geäußert habe, weil wir in Hörgrenzhausen einen sehr großen Ausländeranteil haben. Jetzt soll es Koblenz sein, noch dazu der Platz vor dem Hauptbahnhof. Doch das Ordnungsamt der Stadt will den Auftritt nicht genehmigen. Wir haben das von allen Seiten her beleuchtet, haben natürlich auch unser Jugendamt eingeschaltet, haben die Polizei eingeschaltet, haben diverse Stellungnahmen bekommen und sind nachher zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Veranstaltung unter Betrachtung aller Gesichtspunkte aus der Vergangenheit her, die den Herrn Vogel da irgendwie berühren, als jugendgefährdend im Sinne des § 7 Jugendschutzgesetz einzustufen ist. In der Tat tritt Abu Hamza alias Pierre Vogel radikal auf. Er bekennt sich zum Salafismus. Was das für ihn bedeutet, erklärt er in zahllosen Videobotschaften. Da geht es unter anderem um die Rechtfertigung der Steinigung. Wenn Allah befiehlt, dass ein verheirateter Ehebrecher und eine Ehebrecherin gesteinigt werden, was ist dann? Dann ist das richtig, dass derjenige, der diesen Befehl bekommen hat, wie der Prophet Muhammad a.s., dass er das macht. Wir haben nicht von der Rheinischen Post kritisiert, dass sie beispielsweise sagen, dass wir die Scharia besser finden als das Grundgesetz. Nee, das haben wir nicht gesagt. Das ist ja die Tatsache. Wenn da so der ein oder andere junge Mensch dazu hört, ohne sich da ein eigenes Meinungsbild zu schaffen oder ohne, dass man ihm vielleicht da das Ganze mal erläutert, dann könnte da durchaus schon ein seelischer oder geistiger Schaden bei diesem jungen Menschen eintreten. An der Uni Mainz hat sich der Islamwissenschaftler Michael Rohr-Schürmann in seiner Doktorarbeit ausführlich mit dem Prediger befasst. Er predigt nicht Gewalt gegen Andersgläubige, aber er bereitet den Boden dafür, dass andere das tun können. Das heißt, der erste Schritt in einem, sei es ein religiöser oder ein ethnischer Konflikt, ist immer, dass man Gruppengrenzen zieht. Und das ist das, was er tut. Er zieht eine Grenze zwischen den Muslimen und den anderen, die er dann als Kuffar, als Ungläubige bezeichnet. Nassim Ben Iman war Salafist, der ist zum Christentum gewechselt. Aufzuklären, das ist sein Lebensinhalt geworden. In Deutschland lebt er unter falschem Namen. In seine nordafrikanische Heimat kann er nicht mehr zurück. Er würde umgebracht. Diese Salafisten erkennen generell nicht den Staat an. Erkennen auch generell nicht die juristischen Gesetze an. Für sie gelten nur die Gesetze Mohammeds. Und das sind letzten Endes die Scharia-Gesetze. Also besagen, dass einem Dieb die Hand abgehackt wird, einem Lügner die Zunge abgeschnitten wird. Dass man für Ehebruch gesteinigt wird und dergleichen. Lassen Sie uns doch einfach mal, Frau Merkel, ein Jahr für die muslimischen Jugendlichen, zum Beispiel in Neukölln von den ganzen Gangs und so, die Scharia einführen. Was wäre Ihr Lebensweg gewesen? Mein persönlicher Lebensweg wäre gewesen, Salafismus als Dschihadist, weil ich einfach davon überzeugt bin, wenn Nachfolge Mohammeds, dann konsequent, hundertprozentig. Und das bedeutet nicht nur, ich kleide mich, ich esse, ich trinke, ich handle im Alltag so, sondern auch, dass eben Allah befohlen hat, mittels Schwert die Welt zu islamisieren. Das wäre für mich unverzichtbar gewesen. Das wäre für mich unverzichtbar gewesen. Salafismus als Dschihadist. Im Augenblick streiten sich noch Ordnungsamt und Oberverwaltungsgericht um den Auftritt Vogels vor dem Koblenzer Bahnhof. Ich liebe jeden, den Tipp, der hier ist. Denn wir mögen Kritik, auf die wir antworten können. Aber das, was erzählt wurde, ist falsch. Ich liebe jeden, das Angebot.
Er soll einfach in YouTube meinen Namen Pierre Vogel eingeben und wenn er dort eine Stelle findet, wo ich explizit zu Hass aufrufe, kriegt er von mir 1000 Euro. Ich werde die Sache öffentlich zurücknehmen und rausnehmen lassen. Dass ich wie kein anderer gegen Terrorismus gesprochen habe, gegen Ehrenmord gesprochen habe, gegen Zwangsheirat gesprochen habe und gegen die Jugendkriminalität jugendlicher Ausländer hier in Deutschland. Einfach YouTube eingeben, Pierre Vogel. Und wer eine einzige Stelle findet, wo ich dazu aufrufe, ein Strafgesetz hier in Deutschland zu übertreten, kriegt von mir auch 1000 Euro. Aber deswegen möchte ich auch nicht viele Worte über Terrorismus verlieren, über Ehrenmord verlieren. Wir haben schon tausendmal drüber gesprochen und man will es sowieso nicht hören. Und ich habe dort gesehen, dass sehr viele von denen, die dort ihre Meinungen abgegeben haben, die dort in diesen rechtsradikalen Sumpf gefallen sind, sagen, dass sie dort reingekommen sind, weil die Muslime oder die Ausländer sie so schlecht behandelt haben. Deswegen, wir als Muslime, wir müssen jeden Menschen gut behandeln. Und damit meine ich jeden Menschen. Der Prophet hat gesagt, wa ahsin illa man asa ilayk, sei gut zu dem, der schlecht zu dir ist. Zu diesem Fanatismus, zu diesem Nationalismus, sagte er, Al-Asabiyya Muntina. Das heißt, das stinkt. Der Rassismus stinkt. Dieser Nationalismus stinkt. Dieser Fanatismus stinkt. على توفيقك اليوم اعتمادي يا إلهي.